Liebe Zuschauer, die Auswirkungen seit Kriegsbeginn in der Ukraine und natürlich insgesamt auch die wirtschaftliche Angespanntheit, die wir derzeit und auch damit einhergehend sehen, macht sich natürlich an den Märkten bemerkbar. Am deutlichsten ist das allerdings am Rohstoffmarkt. Was es hier tatsächlich damit auf sich hat und welche Marken jetzt wichtig sind, zu beachten gilt und was uns in der Zukunft noch erwarten könnte, darüber spreche ich jetzt mit Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Herr Redfeld, schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Ich freue mich auch ebenfalls. Ich habe es gerade schon angesprochen, gerade am Rohstoffmarkt sieht man natürlich die Schwankungen, die Volatilität ganz besonders deutlich. Wir hatten natürlich schon gesehen, dass der Weizenanstieg gerade mit dem Angriffskrieg von Russland in die Ukraine deutlich angestiegen ist. Aber Sie haben uns jetzt nochmal, wie ich finde, eine relativ spannende Zusammenstellung von sämtlichen oder einigen Rohstoffen mitgebracht. Der Weizenanstieg, den hatten wir schon oder hatte ich gerade schon angesprochen, den sieht man hier ganz deutlich. Was mich jetzt so ein bisschen überrascht, ist der Anstieg vom sogenannten Magerschwein, was jetzt hier deutlich abgezeichnet ist. Was hat es damit auf sich? Naja, das hat ja der Herr Tönnies damals schon gesagt, vor ein paar Monaten, dass die Schweinepreise steigen werden und dass man das praktisch nicht verhindern kann. Da gibt es einfach auch Futtermittelprobleme und es gibt tatsächlich auch immer weniger Züchter, die bereit sind, Schweine zu züchten. Also es gibt tatsächlich an dritter Ecke dann quasi noch ein Importproblem von Schweinen sozusagen, sodass wir im Übrigen auf globaler Basis, also nicht nur in Amerika, wie hier die Futures zeigen, sondern tatsächlich auch in Europa einen Mangel an Schweinepreis haben. Und dieser Mangel an Angebot schiebt den Preis nach oben, richtig. Gibt es jetzt bei diesen Rohstoffen hier noch einen, der besonders im Fokus bleiben sollte oder sich überraschend entwickelt hat, Ihrer Meinung nach? Ja, wichtig ist bei den nachwachsenden Rohstoffen insgesamt, dass sie quasi Nachzügler sind. Also quasi in einer Rohstoff-Hoss sind die Agrarrohstoffe die letzten, die steigen. Das sehen wir jetzt, das ist ja der Anstieg seit Januar, dass der Anstieg zwar deutlich ist, aber noch nicht so dramatisch. Wir vermuten allerdings, dass wir hier noch weiter steigende Preise sehen werden, Mais, insbesondere im Reisbereich. Wir werfen noch einen Blick auf das Bauholz. Natürlich hatten wir mitbekommen, dass unter anderem auch bedingt durch die Pandemie es einige Lieferengpässe gibt bei einigen Rohstoffen. Das hat man natürlich an Baustellen gemerkt und es war auch deutlich sichtbar, finde ich, gerade wenn irgendwo Baustellen war oder selbst beim Eigenbedarf. Wie hat es sich denn hier entwickelt und was kann man aus diesem Chartbild erkennen und rauslesen? Ja, Bauholz ist ein ganz besonderer Rohstoff für den Hausbau natürlich, aber insbesondere für uns auch ein Vorläufer der Inflation. Bauholz war der erste Preis, der richtig dramatisch angestiegen ist, schon im Frühjahr 2021. Das kann man hier deutlich sehen. Und es ist ein vorauslaufender Indikator für die Inflation. Das heißt, wir werden jetzt sehen, wenn Bauholz hier tatsächlich ein sekundäres Hoch markieren sollte, dann würde das bedeuten, dass wir einen zweiten Inflationspeak sehen und dass dann tatsächlich eine Chance besteht, dass die Inflation auch wieder abflacht. Und natürlich haben wir als weiteren Punkt die steigenden Zinsen. Steigende Zinsen sind für den Hausbau natürlich dramatisch. Insofern, wenn der Bauholzpreis weiter sinkt, spricht das auch eher noch weiter für weiter steigende Zinsen und umgekehrt. Auf die steigenden Zinsen warten wir ja momentan noch ein bisschen bei der EZB, oder? Wir reden hier vom langen Ende. Ja. Da steigen die Zinsen bereits. Am kurzen Ende ist die EZB quasi hoffnungslos hinter der Kurve. Auch die EZB, die wird nicht umhinkommen, die Zinserhöhung der Fed nachzuvollziehen. Sie haben uns außerdem, Sie hatten gerade noch den Reis angesprochen. Wir haben jetzt noch eine Reis-Weizen-Korrelation, die wir hier ganz deutlich sehen. Was mich ein wenig überrascht, muss ich sagen, ist, wieso ist der Reis dem Weizenanstieg so deutlich voraus? Der Weizenpreis ist dem Reisanstieg voraus. Und das, das ist kein Problem. Also Sie sehen ja, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil Sie sehen, normalerweise korrelieren Weizen und Reis sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt im Moment noch einfach die quasi Lieferproblematik in der Ukraine. Wir haben die Lieferproblematik aus Russland. Das heißt, im Weizenbereich besteht schon eine deutliche Knappheit. Während im Reisbereich, der vorwiegend dann auch
auch in Asien produziert wird, diese Knappheit eben noch nicht besteht. So, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Reis ist quasi auch ein Ersatznahrungsmittel für Weizen. Also wenn Weizenbrot, wenn das nicht mehr verfügbar ist, dann wird auf Reis weltweit eher umgeschwenkt. Und dann ziehen die Reispreise auch nach. Und wir haben ja Reis ist ein hoher Inputfaktor für Inflation in Asien. Das heißt, wenn Reis jetzt als Ersatzprodukt weltweit genutzt werden wird, dann wird auch in Asien, das bisher von der Inflation nicht so betroffen ist, auch die Inflation nachziehen. Das ist die Kernaussage dieses Charts. Und dann bekommen die gleichen Probleme in Asien, wie wir sie hier auch haben mit der Inflation. Was hier jetzt deutlich wird, gerade bei dem Anstieg vom Reis im Jahr 2020, gab es hier schon mal einen ordentlichen Peak nach oben. Um jetzt hier das Sprichwort mal mit aufs Tableau zu bringen, ist da tatsächlich der Sack Reis in China umgefallen und es machte doch was aus? Ja, in dem Fall jetzt noch nicht so. Ich glaube, das war eine Sondersituation damals gewesen. Aber das Problem ist tatsächlich, das Sprichwort ist leider nicht so. Also wenn der Sack in Reis in China umfällt, dann wird uns das leider jetzt dann auch hier treffen und insbesondere in China und in Asien insgesamt. Was uns auch trifft und was man auch zu spüren bekommt, war zum einen natürlich, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, wenn man einkaufen war, dann gibt es jetzt noch teilweise kein Weizenmehl mehr oder nur noch schwierig zu bekommen bei uns. Was wir aber, finde ich, noch deutlicher spüren, sind natürlich auch die Rohstoffveränderungen oder die Rohstoffpreise an der Tankstelle. Ja. Wir haben natürlich bedingt auch durch den Krieg in der Ukraine hier Sanktionen schon verhängt. Und es macht sich aber auch noch deutlich, dass eben die Preise trotzdem weiter steigen, wie es weitergeht. Es gab jetzt schon die Frühwarnstufe beim Gas. Momentan ist man noch so ein bisschen gefühlt unschlüssig. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist gerade, dass Erdöl und Erdgas deutlich steigen. Wo könnte das noch hinführen? Worauf muss man sich einstellen? Ja, wir haben ja jetzt das neue Sanktionspaket quasi wurde ja angesagt. Und da wurde gesagt, dass Kohle sanktioniert wird. Mhm. Wir sehen den steigenden Kohlepreis hier schon in grün, ja, in hellblau hier. Kohle ist üblicherweise, also dieser Chart zeigt einfach, wie teuer die Rohstoffe sind, wenn man sie auf einer Ebene vergleicht, also in Dollar pro MMBTU, also Million BTU. Und jetzt ist es so, dass normalerweise Öl, hier die rote Linie, immer der teuerste Energierohstoff ist. Kohle immer der preiswerteste. So, das gilt seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten. Erst im letzten Jahr, in 2021, ist dann hier quasi der Erdgaspreis, und zwar Erdgas Rotterdam, also TTF Future, und auch der Future für Asien, also der JKM Future, die haben hier den Ölpreis quasi überholt. Und das ist ein Anzeichen für großen Stress im Energiemarkt in Europa und in Asien, gerade was Erdgas angeht. Das wissen wir ja mittlerweile auch. Der LNG-Handel wird dadurch extrem profitieren, weil eben diese Preise auch, wenn sie aufgerufen werden, auch bezahlt werden. Das heißt, es wird mehr LNG produziert. Gleichzeitig wird Erdgas dann zumindest für Europa und für Asien der teuerste Energieträger bleiben. Der Ölpreis zieht jetzt aber, Sie sehen es hier, komplett nach. Und es wird auch mal möglicherweise wieder der Punkt kommen, wo sich das hier ausgleicht. Entscheidend ist nur Folgendes: Kohle ist wirklich so, auch wenn man Kohle sicher verdammen kann als hohen CO2-Ausstoßer sozusagen, ist aber Kohle trotzdem die billigste Energie, die es gibt, auf die man dann eben auch in Phasen, wo die Sanktionen besonders stark angezogen werden, normalerweise zurückgreifen. Und Deutschland muss jetzt sehen, wenn Kohle sanktioniert wird, wie Kohle dann am Weltmarkt quasi besorgt werden kann. Also der Preis steigt im Moment für Kohle und das Bild sieht insgesamt nicht gut aus, weil wir bis auf Erdgas in den USA, die da so eine Art Insel der Seligen darstellen, quasi überall jetzt deutlich erhöhte Energiepreise haben werden und das wahrscheinlich auch noch auf Sicht einiger Monate bis zumindest zum Winter kommenden Jahres.
Was wir hier jetzt sehen, ist das Öl der Sorte Brent, der Nordseesorte Brent. Wir sind wieder von diesen ganz hohen Peaks runtergekommen, notieren zwischenzeitlich so um die 108 Dollar pro Barrel. Sie haben uns aber jetzt auch noch das Erdöl der Sorte WTI mitgebracht in einem Chart, den Sie bitte etwas mehr erklären müssen. Ja, da geht es also quasi darum, wie die Kontraktdifferenz ist zwischen einem nahen Future und einem etwas entfernteren Future. Sie kennen das ja, man nennt, wenn man, also es, normalerweise ist der Ölpreis am langen Ende teurer, also in der Zukunft teurer. Warum? Weil Öl ja auch gelagert werden muss, also Lagerkosten entstehen und so weiter. Aber jetzt im Moment haben wir die Situation so stark, wie wir sie noch nie hatten, dass Öl am kurzen Ende, der nächste Future, unmittelbar sehr, sehr teuer ist. Und Öl am langen Ende, also in einem Jahr Entfernung, also der Future in einem Jahr Entfernung, vergleichsweise günstig. Und diesen hohen Unterschied zwischen dem nahen Future und dem 3 Monate entfernten Future nennt man Backwardation. Und die war im Jahr 20 hier in 22, also quasi in diesem Frühjahr, so hoch wie nie zuvor, seit 2008 zumindest, aber auch selbst im Irakkrieg 1990 war die nie so hoch. Und das bedeutet einfach extreme Knappheit, extremer Stress. Jetzt, der nahe Future ist teuer, man will das Öl jetzt und nicht unbedingt später. Jetzt sehen wir aber eine Entwicklung, dass die Backwardation sich etwas zurückgebildet hat hier in diesem Bereich, und das bedeutet, dass der Preis jetzt zwar auch teuer ist, noch, er fällt leicht, der Ölpreis ist immer noch teuer, aber am langen Ende hinten, da steigt der Ölpreis eben auch, weil man dann doch damit rechnet, dass Öl insgesamt eher teuer bleibt. Und das ist dann der Incentive für die ölfördernden Firmen zu sagen, wenn der Ölpreis für eine Auslieferung in einem Jahr noch wieder etwas teurer wird, dann können wir wieder anfangen zu produzieren. Dieses Signal ist ja bisher noch gar nicht gekommen. In den USA zum Beispiel ist die Erhöhung der Förderung ja noch gar nicht so richtig angelaufen. Es gibt noch gar nicht so viel mehr Bohrlöcher. Das wird dann aber kommen, wenn der Preis hinten sozusagen hoch bleibt. Was vielen jetzt unverständlich ist, der Ölpreis ist aktuell sehr hoch, und man ging immer davon aus, es wurde immer so ein bisschen, ich möchte jetzt mal vorsichtig sagen, vorgeschoben, dass der Grund dafür auch natürlich der Krieg in der Ukraine sei. Wie passt das denn jetzt zusammen, dass wir, Sie sind ja nicht der einzige Experte, der sagt, wir müssen uns längerfristig auf diese Spritpreise oder auf diese Rohölpreise einstellen. Wie passt das zusammen? Wo ist der Grund? Ja gut, wir hatten vorher schon diese Knappheit, vor Kriegsbeginn. Mhm. Und jetzt wird das Ganze nochmal multipliziert durch die Sanktionen. Und dass man davon ausgeht, dass Sanktionen eben auch längerfristig aufrechterhalten werden, solange Putin an der Macht ist. Das wird vorher, werden die Sanktionen nicht gelockert werden, das ist das eine. Ja, und das zweite ist, dass wir nach Corona, nach diesem Dip, eine extrem angestiegene Nachfrage haben. Weil die Wirtschaft wieder angekurbelt ist. Weil die Wirtschaft angelaufen ist, aber man muss auch sagen, weil der Verbraucher im Moment noch nicht bereit ist, die Nachfrage zu reduzieren. Von sich aus nicht. Die Politik kurbelt ja die Nachfrage insofern auch noch weiter an, indem sie quasi die Spritpreise senkt, was für den Bürger gut ist, aber was die Nachfrage hochhält, das muss man ja auch so sehen, und damit quasi die Imbalance, das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage leider noch aufrechterhält. Und solange wir keinen ich sag's jetzt mal, konjunkturellen Nachfrageeinbruch sehen, der das dann regeln wird, wahrscheinlich, so wird es wahrscheinlich kommen im Rahmen eines Abschwungs, einer Rezession, so lange bleibt der Ölpreis hoch. In der Rezession nachher fällt er. Wir werfen natürlich noch einen Blick auf die Ölproduktion. Auch das hatten Sie gerade schon angesprochen. Wir hatten natürlich auch gerade, was heißt gerade, vor circa einer Woche gesehen, dass die USA beispielsweise ja auch schon Teile ihrer Ölreserven freigegeben hat, wo man hoffte, vielleicht normalisiert sich der Preis jetzt. Das bringt aber nichts, wenn die Produktion weiterläuft auf diesen Touren, oder? Die Produktion muss sich erhöhen. Das wird sie nur tun, wenn der Preis quasi auch am hinteren Ende, also quasi in der Future für in einem Jahr im Ölpreis,
auch noch relativ hoch bleibt, damit die Firmen investieren können. Und wir sehen hier, die Produktion steigt jetzt langsam an. Wir sind bei 11,7 Millionen Barrel pro Tag in den USA. Aber wir hatten einen Top von 13,1 Millionen Barrel kurz vor Ausbruch oder zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Corona-Krise im März 2020. Man sieht es ganz gut. Und da sind wir noch lange nicht. Und da müssten wir eigentlich hin. Ja, denn es reicht nicht, wenn die strategische Ölreserve freigegeben wird, weil ja aus Russland 2 bis 3 Millionen Barrel pro Tag Öl fehlen. Das muss ersetzt werden. Wenn wir hier von den 11 auf die 13 wiederkommen, dann schaffen wir es annähernd. Schafft die Welt es annähernd. Öl ist ja ein weltweit gehandeltes Commodity, also könnte man das ausgleichen. Aber da müssen wir wieder hin und dann könnte der Ölpreis wieder anfangen nachzugeben. Herr Rehtfeld, zu guter Letzt haben Sie uns noch ein Bild mitgebracht, was ein bisschen in die Zukunft schauen soll. Und ich bin gespannt, wie das jetzt gerade mit den Rohstoffpreisen zusammenkommt, nämlich der erste und der zweite Zyklus des Amtsjahres des US-Präsidenten. Was ist denn hier zu erwarten? Ja, wir haben also einen leichten gedanklichen Switch, muss man jetzt machen, in Richtung der Aktienmärkte. Wir befinden uns im Präsidentschaftszyklus. Im Jahr 2, nämlich im Zwischenwahljahr. In diesem Jahr im November, das wissen Sie ja, sind Zwischenwahljahre in den USA und da wird ein Teil des Repräsentantenhauses und der komplette Senat, glaube ich, neu gewählt. So, und jetzt kann man Folgendes sagen: Wenn sich ein US-Präsident in seinem zweiten Amtszyklus schon befinden würde, was Joe Biden noch nie ist, das ist erst sein erster Vierjahreszyklus, dann laufen die Aktienmärkte normalerweise in diesem Zwischenjahr recht gut. Aber in einem ersten Amtszyklus laufen die Aktienmärkte eher moderat bis schwach. Das sehen wir im Moment auch. Ja. Das Jahr hat ja recht schwach begonnen. Und wir rechnen damit, dass sich im Sommer erst so Richtung Juni ein erstes Tief ausbilden wird und Richtung Oktober dann ein zweites Tief. Und möglicherweise, und dann kommt eben dieser Scheideweg hier, wenn wir ohne Rezession oder nur mit einem kleineren Abschwung davonkommen, dann würde der Aktienmarkt ab dem Herbst seine ganz normale Oktober bis April Aufwärtsbewegung machen. Die hat er, das ist ein normales Muster. Allerdings vermuten wir eher, dass sich dadurch, dass die Zinsstrukturkurve invers geworden ist, dass wir jetzt dann doch eher in ein Rezessionsmuster gehen, was sich dann 2023 ausspielt im Frühjahr, sodass wir von hier aus dann nicht den Weg nach oben sehen, sondern eher nochmal einen Dip und dann im dritten Jahr eine möglicherweise dann etwas stärkere Erholung. Heißt, man sollte sich jetzt erstmal, was den Dow Jones angeht, darauf einstellen, dass dieses Jahr eher Bau verläuft? Ja, richtig. Herr Rehtfeld, dann sage ich vielen herzlichen Dank für den Überblick auf die Rohstoffmärkte, für die Hintergründe natürlich auch und auch für den Ausblick. Liebe Zuschauer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie. Ich hoffe, dass es Ihnen auch gefallen hat, dass jetzt ein guter Einblick geschaffen ist, gerade was Behind the Scenes und auch die Chartanalyse angeht. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.